Alle reden von vegan. Das Thema hat in den letzten Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Die Google-Anfragen schießen in die Höhe und heute leben schon 2% der deutschen Bevölkerung ohne Tierprodukte. Das sind 1,6 Millionen Menschen. Während sich immer mehr große Persönlichkeiten als vegan outen, gibt es auch viele Leute, die sich offen gegen den Veganismus stellen. Nur Fleisch macht Fleisch, also halt die Fresse. Um all diese Informationen, die überall herumschwirren, zu bündeln, wollen wir heute in diesem Video ein für alle Mal erklären, wieso du vegan leben solltest. Und natürlich auch du. Wow, ich weiß, normalerweise sind wir immer diejenigen, die sagen, Veganismus ist eine rein tierethische Bewegung. Und trotzdem führen wir hier Umwelt und Gesundheit als Gründe mit auf. Denn wir können sie nicht wegdenken. Sie sind positive Nebeneffekte einer veganen Ernährung. Und außerdem sind sie an sich ethische Themen. Denn durch die Umweltschädigung und die Gesundheitsgefährdung, auf die wir später noch eingehen werden, leiden wiederum Tiere und vor allem auch wir Menschen. Und jetzt ab zum Video. Vegan sein heißt, dass man keine tierischen Lebensmittel konsumiert. Aber es heißt auch, dass man zum Beispiel keine Leder und keine Daunen verwendet. Alles, was Tierprodukte sind, probieren Veganer zu vermeiden, um das Leid an Tieren und die Ausbeutung zu minimieren. Die Frage ist nicht, können sie denken oder können sie sprechen, sondern können sie leiden. Mit diesem Zitat geht es zu zeigen, dass allein der Intellekt oder die Fähigkeiten eines Lebewesens nicht ihren ethischen Wert bestimmen. Denn akzeptieren wir die Diskriminierung von Mensch zu Tier aufgrund von kognitiven Fähigkeiten, dann können wir dies auch auf andere Menschen mit verringerten kognitiven Fähigkeiten übertragen. Ein Beispiel wäre ein dreijähriges Kind, welches die gleichen kognitiven Fähigkeiten aufweist wie ein erwachsenes Schwein. Heißt es, weil dieses Kind die gleichen kognitiven Fähigkeiten aufweist, dass wir es ausbeuten können, allein aufgrund unserer Geschmackserfahrung? Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass dies kein guter Grund ist. Speziesismus, die ungleiche Behandlung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Eine Spezies ist eine Gruppe von Organismen, die sich untereinander fortpflanzen können. Das heißt, wenn eine Person argumentiert, dass sie allein aufgrund der Spezies andere Lebewesen diskriminieren kann, ist es so, als ob die Person sagen würde, ja, ich kann mich mit der nicht fortpflanzen, deswegen kann ich sie diskriminieren. Dieses Argument ist nicht wirklich valid. Nun bevorzugen andere Lebewesen auch ihre eigene Spezies. Warum sollten wir dann nicht erlaubt sein, dasselbe zu tun? Ich finde, es ist hier angebracht, eine der wenig einzigartigen Fähigkeiten des Menschen anzubringen. Und zwar unsere rationalen und empathischen Fähigkeiten, die wir auf andere übertragen können. Etwas, was wir den Tieren schulden. Und wie Onkel Ben in Spider-Man sagt, with great power, there comes great responsibility. Ich denke, wir haben hier schon gezeigt, dass allein die Artzugehörigkeit, die Intelligenz und andere Fähigkeiten nicht eine Rechtfertigung bieten, andere auszubeuten, egal welcher Spezies sie angehören. Also wir wollen nicht sagen, dass Menschen und Tiere gleichwertig sind. Wir müssen auch gar nicht behaupten, dass Tiere und Menschen gleichwertig sind. Denn was wir miteinander aufwägen, sind 15 Minuten Geschmackserfahrung gegen das Tier, was sein gesamtes Leben lang leidet und letztendlich frühzeitig getötet wird. Ich finde, wir sollten unsere ethischen Fähigkeiten zunutze tragen, um dem entgegenzugehen. In den Worten von Richard Dawkins: Wir sollten verstehen, was unsere eigenen egoistischen Gene vorhaben. Denn dann haben wir zumindest eine Chance, ihre Pläne zu durchkreuzen, was keine andere Spezies je angestrebt hat. Der Veganismus ist zwar eine tierethische Bewegung, eine pflanzliche Ernährung hat aber auch einige positive Nebeneffekte, zum Beispiel auf die Umwelt. Der Anteil der Tierindustrie an den insgesamt durch menschlichen Einfluss ausgestoßenen Treibhausgasemissionen wird von den Vereinten Nationen mit 14,5 bis 18% angegeben. Das übersteigt den des gesamten Verkehrssektors und nimmt auch den größten Anteil innerhalb des Agrarsektors ein. Ein Bericht aus dem Jahr 2020 zeigt, selbst unter sofortigem Ende der Nutzung jeglicher fossilen Brennstoffe ist es immer noch, allein durch die Emissionen des Ernährungssystems, unmöglich, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. An einer Ernährungswende führt also kein Weg vorbei. Die bisher umfassendste Studie, die jemals zu den Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass selbst die Tierprodukte mit den geringsten negativen Auswirkungen immer noch umweltschädlicher sind
als die meisten pflanzlichen Produkte. Das heißt, selbst wenn man Biofleisch vom Bauern nebenan in nachhaltiger Verpackung mit kurzen Transportwegen kauft, ist es im Schnitt immer noch umweltfreundlicher, einfach pflanzliche Produkte zu kaufen. Natürlich ist es trotzdem gut, auf Bioqualität zu achten, regional oder plastikfrei einzukaufen, aber all das kann eben nicht als gleichwertige Alternative zur pflanzlichen Ernährung angesehen werden. Das ist die globale Landnutzung. Von den 71% der Erdoberfläche, die bewohnbar sind, wird insgesamt ungefähr die Hälfte für landwirtschaftliche Zwecke genutzt. Innerhalb dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche wiederum fallen 77% allein für die Herstellung von Fleisch und Milch an, während auf nur 23% Pflanzen für den direkten menschlichen Verzehr angebaut werden. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, na und, warum soll das problematisch sein? Stellt ja schließlich Nahrung zur Verfügung. Das Problematische daran ist, das Ausmaß der Fläche, das zur Herstellung tierischer Produkte verwendet wird, spiegelt sich nicht in deren Beitrag zur Kalorienversorgung wider. Obwohl dafür mehr als 3/4 der Agrarfläche beansprucht werden, stellen tierische Produkte nämlich gerade einmal 18% der Kalorienversorgung und nur 37% der Proteinversorgung zur Verfügung. Diese riesige Diskrepanz zwischen Flächenverbrauch und Nutzen verdeutlicht, wie wichtig eine Reduktion der Tierhaltung in Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung, der bereits jetzt bestehenden Welthungerproblematik bei gleichzeitigem Verlust fruchtbarer Böden sein kann. Wie auch beim Klimawandel kann man Umwelt nicht komplett von Sozialem trennen. Denn die Welternährung ist, genau wie die Reduktion der Erderhitzung, auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und sollte in unser aller Interesse und vor allem auch Verantwortung liegen. Hypothetisch könnte bei einer pflanzlichen Ernährung der Weltbevölkerung eine Fläche in der Größe von China, Australien, den USA und der gesamten Europäischen Union zusammen frei werden und durch Renaturierung zumindest in Teilen wieder zur Abschwächung der Erderhitzung genutzt werden. Uns ist bewusst, dass nicht alle Lebensrealitäten an allen Orten der Welt eine rein pflanzliche Ernährung zulassen. Es geht aber gerade um uns. Menschen in Industrieländern, die das Privileg haben, Zugang zu einer Vielfalt an gesunden, pflanzlichen Nahrungsmitteln zu haben. Wir haben eine Wahl, die Tiere haben keine. Die Tierindustrie hat einen enormen Flächenverbrauch, was dazu führt, dass immer mehr Fläche gerodet und damit auch Lebensräume und Ökosysteme zerstört werden. Auch die massive Überfischung ist ein Problem für den Artenschutz. So sind insgesamt etwa 30% des menschenverschuldeten Artensterbens auf die Tierhaltung zurückzuführen. Auch mit Blick auf die Weltgesundheit ist eine deutliche Reduktion der sogenannten Nutztierhaltung von immenser Bedeutung. Diese Übersicht der WHO zeigt die größten Gefahren für die Menschheit in den nächsten Jahren. Die in roter Schrift werden von der Nutztierhaltung noch befeuert. Dazu gehören auf Platz 1 die Klimakrise, auf Platz 5 Hochrisikoerreger und auf Platz 6 Antibiotikaresistenzen. Ihr müsst verstehen, dass wir ca. 75% aller Antibiotika an Nutztiere geben und nicht an Menschen. Und das ist schlecht, denn jedes einzelne Antibiotikum, was wir verfüttern, erhöht das Risiko, dass sich weitere multiresistente Keime bilden. Und dann wird es immer schwerer, Infektionen zu behandeln bei Menschen und bei Tieren. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Antibiotika, die wir überhaupt einsetzen können. Es gibt nicht unendlich verschiedene Mittel da draußen, die wir haben, um Infektionen zu behandeln. Denn schon jetzt greifen wir auf Reserveantibiotika zu und verfüttern sie sogar auch an Tiere in der Nutztierhaltung. Lasst uns also nicht einer der größten Errungenschaften der Medizin aufs Spiel setzen, nur damit wir weiter Tiere essen können. Gerade in der Intensivtierhaltung sind die Voraussetzungen für die Verbreitung und Mutation neuer Krankheitserreger ideal, denn die Tiere sind oft eng an eng und haben meist ein schlechtes Immunsystem. Und das sehen wir daran, dass mindestens 70% aller neu auftretenden Krankheitserreger tierischen Ursprungs sind. Wissenschaftler warnen seit langem vor drohenden Pandemien. Und spätestens seit Corona wissen wir alle, wie ernst wir das Ganze doch lieber nehmen sollten. Denn wir wollen ja nicht, dass das alles immer und immer wieder passiert. Ist eine vegane Ernährung nicht vollkommen ungesund und hat man da nicht voll viele Nährstoffmängel? Nein, nicht unbedingt. Und egal ob vegan oder nicht, man kann sich immer ungesund ernähren, wenn man zum Beispiel viel auf Fertigprodukte und Fastfood zurückgreift. Es ist tatsächlich wissenschaftlicher Konsens, dass eine pflanzliche Ernährung sowohl nährstoffdeckend als auch gesundheitsförderlich sein kann, wenn man sie vielfältig gestaltet und richtig umsetzt. Hier sind einige Statements von führenden Ernährungsfachgesellschaften und was sie zur pflanzlichen Ernährung sagen. Wenn ihr sie lesen wollt, pausiert kurz das Video. Eine Sache stimmt allerdings. Wenn man sich vegan ernährt, sollte man definitiv Supplements einnehmen. Denn es gibt potenziell kritische Nährstoffe, auf die man achten sollte. Und mindestens Vitamin B12 solltest du zu dir nehmen. Wenn ihr jetzt denkt, dass es ja super unnatürlich ist, Supplements zu nehmen, kann ich euch beruhigen. Denn die Tiere in der Nutztierhaltung bekommen auch Supplements in ihr Futter gemischt. Das heißt, es macht doch mehr Sinn, das direkt zu nehmen, als den Umweg übers Tier zu gehen, oder? Und by the way, Supplements sind kein Veganismus-Ding. Jeder dritte Mensch in Deutschland nimmt Supplements zu sich.
Das ist eine riesige Industrie. Schaut doch mal in ein Drogeriegeschäft. Wie groß sind da bitte diese Regale voller Vitamine von A bis Z? Da findest du alles. Und zu guter Letzt zeigt die Datenlage, dass sich eine pflanzliche Ernährung positiv auf viele Krankheitsbilder auswirken kann. Dazu zählen zum Beispiel Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, einige Krebsarten und Adipositas. Das heißt, wir sehen, eine pflanzliche Ernährung kann gesund sein. Vielleicht sogar gesünder als die normale Mischkost. Und stopp. Dieser Timer hat mitgezählt, wie viele Tiere durch Menschenhand getötet wurden, während du dieses Video geguckt hast. Dabei wurden massive Mengen an Treibhausgasen ausgestoßen und die Gefahr für Pandemien und antibiotikaresistente Keime ist rasant gestiegen. Das ist eine Anzahl, die wir uns gar nicht vorstellen können. Das sind Bevölkerung von ganzen Ländern. Innerhalb eines Videos. Und wofür? Nicht für unsere Gesundheit. Nicht für unser Überleben. Einzig und allein für unseren Geschmack. Das nächste Mal, wenn du zu einem Tierprodukt greifst, stell dir die Frage, was ist wichtiger? Dein Geschmackserlebnis für 15 Minuten oder das Leben, die gesamte Existenz eines fühlenden, leidenden Lebewesens? Leb vegan und werd aktiv.